ist Ronja und ich hoffe, ihr seid alle gut gelaunt. Ich bin gut gelaunt und deswegen gucken wir uns heute eine Geschichte an, die hoffentlich dazu beiträgt. Und zwar, meine Mutter ließ mich mit einem Ozean zum Sterben zurück. Diese Titel sind immer so antiklimatisch, ja? Du hast einfach diese tragischsten Sachen. Jedenfalls, ich bin mir nicht sicher, ja? Vielleicht ist es erfunden. Vielleicht ist es eine wahre Geschichte. Wir werden es herausfinden, heute und hier gemeinsam. Auf geht's, würde ich sagen. Das war der beste Urlaub, den ich in meinem Leben je gehabt hatte. Bis ich allein... Das Voice-Over! Ihr kriegt Aufrufe wie blöde, ja? Dieses Video allein. 527.000 Aufrufe! Und dann könnt ihr euch kein Mikrofon leisten? Das wird überprüft, bis zur nächsten Unterrichtsstunde. Da ist dann ein ordentliches Mikrofon da. Eine im Ozean war. Du fragst dich vielleicht, wie man mitten im Ozean endet, wenn man eigentlich mit seiner Familie im Urlaub ist. Hm. Ja, sagen wir mal, ich bin nicht wirklich ein Glückspilz. Nee. Bevor es dazu gekommen war, hatte ich einen Trip zusammen mit meinen Eltern in der Karibik geplant. Also, uns geht es finanziell sehr gut. Okay. Sodass wir im Privatjet verreisen können. Okay, der Flex. Ich meine, euch geht es finanziell sehr gut. Aber ich glaube, okay, mit dem Karibikurlaub macht schon Sinn, dass wir im Privatjet dahin fliegen. Okay, es tut mir leid. Wie alt bist du? 15? Musst nicht so auf mich flexen. Es tut Am mir leid. Am 1. Oktober packten wir unsere Sachen und waren bereit für ein abenteuerliches Wochenende. Nur ein Wochenende? Ihr fliegt in die Karibik für ein Wochenende? Für ein Wochenende? Genau genommen brauchte ich nur ein paar Sachen und meinen Fallschirmanzug. Ein paar Sachen und meinen Fallschirmanzug, klar. Ja, ah ja, klar, wer von uns hat keinen Fallschirmanzug? Also, ich habe keinen. Aber ich meine, die meisten von uns haben einen, oder? Dazu bekam. Fallschirmspringen macht mir einfach so viel Spaß. Einfach auch casual Hobby. Dieses Gefühl, durch die Luft zu fliegen, kann mit keinem anderen Gefühl mithalten. Sagt mir, was ihr wollt, aber das ist ein Käfer. Das ist kein Mensch, das ist ein Käfer. Den Panzer. Meistens springt mein Vater mit mir und wir landen dann auf einer Insel. Aber dieses Mal war es anders. Als ich bereits dieses im Mal Sprung war, stand ich neben sie mitten im Ozean gelandet. Und dort hat ihre Mutter sie dann zum Sterben zurückgelassen. Ist jetzt meine Theorie. Für das Jet und wartete auf meinen Vater, denn er würde mitspringen. Ah ja! Als ich hinunterschaute, bemerkte ich, dass wir uns dem Land näherten und ich wurde aufgeregt. Es sah wahnsinnig schön aus, also nahm ich mein Handy und machte ein Foto. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Das Handy ist aus dem Flugzeug geflogen. Und dann hat sie sich gedacht, nein, nicht mein Handy, nicht mein Handy. Es kann nicht sein, dass ich mein Handy verliere. Wir sind zwar so reich, dass wir ein Privatjet haben, aber ich muss diesem Handy jetzt hinterher springen. Und dann jietet sie aus dem Flugzeug. Mein Handy rutschte mir aus der Hand. Und ich beugte mich vor, ohne nachzudenken, in der Hoffnung, es zu fangen. Aber es hat nicht geklappt. Du kannst dir sicher denken, dass es ziemlich dumm war. Ja. Denn so verlor ich mein Gleichgewicht und fiel aus dem Jet. Oh Wer hätte Gott. Das gedacht? Oh mein Gott, du sagst es. Ich wäre nie auf den Gedanken auch nur gekommen. Ah. Ich konnte nicht glauben, dass mir das gerade passierte. Alles geschah so schnell und ich konnte nicht einmal einen Schrei hervorbringen oder nach Hilfe rufen. Ah. Während ich fiel, hörte ich meine Eltern schreien. Ich atmete tief ein, um mich zu beruhigen. Aber und dachte, ich mache einfach alles wie immer. Ja. Nur, dass ich dieses Mal... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Problem? Ich meine, du hast... Also, ist jetzt nicht so, als wärst du aus dem Flugzeug gefallen. Du hast deinen Fallschirmanzug an. Den du ja dabei hattest. Alleine landen werde. Nach ca. 10 Sekunden ging der automatische Fallschirm auf. Das geht bedeutet, automatisch? Dass etwas nicht in Ordnung war. Wahrscheinlich lag es an der Art, wie ich aus dem Jet gefallen war. Ah. Zu schnell und ohne richtigen Absprung. Zu schnell? Ich schnellte auf die Erde. Wie jetzt zu schnell? Du kannst, also, wisst ihr, wie Erdanziehung funktioniert? Wisst ihr, wie Sachen fallen, ja? Du bist ja rausgesprungen, ja? Ob du jetzt hältst oder ob du springst. Meine gewagte Theorie, ihr werdet gleich schnell fallen, dein Körper wiegt gleich viel. Solange du jetzt nicht einen auf Dehnen machst und versuchst, so viel Luftwiderstand aufzubauen wie möglich. Aber wenn du sonst raushüpfst und jetzt bist du halt weniger freiwillig rausgehüpft, aber dein genereller Körper wird ja gleich viel Luft verdrängen. Wisst ihr, was ich meine? Sei mal so dahingestellt, ja, ich bin kein Fallschirmspringer. Ich will jetzt wissen, wo ich landen sollte. Ich wusste nicht einmal, ob ich im Ozean landen musste, aber ich hoffte nicht, okay. Denn das wäre ein großes Problem. Ach! Bevor ich es realisierte, tauchte ich in den Ozean ein. Ich musste... Jo, ich hab dir schon mal was von der Spannungsmaus gehört, ja? Die ist die... Hier, Einleitung, Spannungsaufbau, Hauptteil und dann Schluss. Aber, was die machen ist, oh mein Gott, ich hatte Angst, dass ich in den Ozean fiel. Ja, die Spannung, das Szenario wird geschaffen. Und dann kommen wir zum Schluss. Ich fiel schon in den Ozean. Wo ist denn der Punkt, ja? Wo ist denn
Ich kam dem Ozean immer näher. Ich kriegte Panik. Ich versuchte, auf die Insel zuzusteuern. Aber ich schaffte es nicht. Sie war viel zu weit weg. Ich guckte mich um. Ich sah nirgendwo Land in Sicht. Ich meine, die Geschichten sind eh frei erfunden. Warum nicht ein bisschen Dramatik? Warum denn sowas? Meine animierte Geschichte. Ich bin enttäuscht. Schnell handeln, um nicht zu ertrinken. Ich erinnerte mich an die Anweisung, dass man bei einer Landung im Wasser den Gurt um die Brust schnell lösen und die Ausrüstung loswerden musste. Okay. Obwohl es mich enorm stresste, versuchte ich ruhig zu bleiben. Das glaube ich nicht. Denn ich musste mich wirklich stark konzentrieren. Gut. Andernfalls hatte ich keine Chance. Es dauerte ein wenig, bis ich mich aufs Schwimmen fokussieren konnte. Ich hatte Todesangst, dass meine Beine sich im Fallschirm verheddern und mich dann nach unten ziehen würden. Also den Fallschirm nicht Als abgezogen? Ich mich umsah, war da nur Wasser. Keine Schiffe. Du bist ja auch im Ozean. Kein Land, keine Menschen. War ich zog meine Schuhe aus, um es mir leichter zu machen. Gut. Und schwamm in die Richtung, in der ich eine Insel vermutete. Okay. Aber nach einer Weile gestand ich mir ein, dass ich keine Ahnung hatte, ob ich in die richtige Richtung nicht schwamm. Nicht so gut. In dem Moment fiel mir ein viel größeres Problem auf. Dieses Gefühl kann ich nur schwer beschreiben. Ich hatte noch nie eine so große Angst gehabt. Sie musste aufs Klo, aber es war nirgendwo ein Klo in der Nähe. Und sie hat gesagt gekriegt, nicht ins Meer pinkeln, nicht ins Meer pinkeln. Aber das war einfach der Moment, da ging es nicht mehr. Es tut mir leid. Was war deine Angst? Das Schwimmen wurde immer anstrengender. Oh. Und ich fragte mich, ob das mein letzter Tag auf Erden sein würde. Oh. Dann erinnerte ich mich an etwas. An all die Abenteuer, die ich mit meinen Eltern erlebt hatte. Und die schweren Zeiten, die damit verbunden waren. In dem Moment wusste ich, ich musste aufhören, mich selbst zu bemitleiden. Das brachte gar nichts. Ich musste kämpfen. Ich hatte nie gedacht, dass mir so etwas passieren würde. Naja, manchmal ging es mir vielleicht schon durch den Kopf. Aber sie ist cleverer. Also normalerweise sind die Protagonisten in diesen Geschichten etwas strunzdumm. Und dann so, naja, ich hatte wohl keine Wahl. Deswegen habe ich aufgehört zu schwimmen und bin untergegangen. Aber nein, sie hat hier gute Punkte. Sie sagt, sie muss ruhig bleiben. Sie versucht, sich hier nicht zu bemitleiden. Sie versucht, sich vielleicht ihre Kraft einzuteilen. Alles faire Punkte. Das sind diese, was könnte im schlimmsten Fall passieren, Fragen, die man sich stellt. Ich dachte nach, wie ich am besten meine Kraft sparen konnte. Gut! Mein Körper fühlte sich an wie Blei und ich wollte nicht auf den Boden sinken. Dann zieh deine Klamotten aus. Also sie sind nass und ziehen sich voll mit Wasser. Aber mit der Zeit kamen immer düstere Gedanken. Ich war mitten im Ozean. Was, wenn es hier Haie gab, die mich fressen wollten? Sie konnten meilenweit Blut riechen und mich blitzschnell unter Wasser ziehen. Auch aber jetzt, in diesem Moment, war unter mir garantiert ein Hai. Garantiert? Ja, ich find's gut, dass sie meine Hai-Idee aufgegriffen haben. Gute Arbeit, ja? Im richtigen Moment wartete. Das alles machte meine Höllenangst. Und wenn es nicht ein Hai war, dann könnte ein Sturm aufziehen und mich weiter von dem Punkt wegtreiben, an dem meine Eltern suchen würden. Eigentlich war das Wetter um diese Jahreszeit hier sehr gut. Aber das konnte sich jeden Moment ändern. Springt man im Fallschirm, aber wenn Sturmgefahr ist? Also ist das erlaubt? Ich frage nur, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, aber ich bin kein Fallschirmexperte. Wie gesagt, ich habe Höhenangst bis zum geht nicht mehr. Zwar, dass es unlogisch war, aber Logik ist wirklich das Letzte, was man in einem solchen Moment anwendet. Okay, weißt du was? Ich habe mich noch nie so schwach gefühlt. In meinem ganzen Leben nicht. Es gab nichts, was ich tun konnte. Im schlimmsten Fall würde ich hier draußen einfach sterben und meine Eltern würden niemals erfahren, was wirklich passiert war. Ich konnte nur schwimmen. Und im Vergleich zu anderen Meeresbewohnern nicht annähernd schnell. Mhm. Es war offensichtlich, wie angreifbar ich mich hier machte. So viele Gedanken. Die zogen meinen eh schon müden Körper noch mehr nach unten. Ich bekam Panik und schwamm weiter, um mich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Dann überlegte ich es mir. Zunächst einmal musste ich mich beruhigen. Ja. Ich konnte eh nur abwarten. Und wenn ich jetzt schon meine Energie verschwendete, hatte ich später keine mehr. Das stimmt. Ich wusste nicht, ob es hier Haie gab. Aber falls ja, würde ich nicht kampflos aufgeben. Das waren vielleicht nur leere Willst Worte. Willst du mit einem Hai aber kämpfen? Im Moment halten sie mir. Okay, fair. Ich dachte über andere Dinge nach, um mich von dieser Situation abzulenken. Zum Beispiel? Dort lag ich, starrte in den Himmel und fing an, in meinem Kopf Spiele zu spielen. Okay. Ich formte Bilder aus den Wolken und dann erinnerte ich mich an alte Zeiten. Da waren Pisten und ich dachte an den Skiurlaub mit meiner Familie. Mhm. Wie ich die Pisten hinabdüste und mir der kalte Wind ums Gesicht wehte. Mein Körper tat überall weh. Vom Aufprall und dem ganzen Schwimmen. Aha. So sehr hatte ich mich noch nie gepusht. Du bist wohl kein Schwimmer. Ich nicht wusste, wie lange es noch dauern würde. In dem Moment spürte ich keine Panik mehr. Ich war zu erschöpft. Okay, ich hatte ja keine Energie mehr für irgendetwas. Als die Sonne immer weiter sank, bemerkte ich... Ich muss sagen, jetzt wo es mir aufgefallen ist, nervt mich die Hintergrundmusik ein bisschen. Ich will nicht haten. Aber es ist ein bisschen vieles Guten. Ich meine, eben bei den Wolken hat es gepasst, aber jetzt ist sie so... Mein Körper tat überall weh. Ich würde wahrscheinlich sterben. Und im Hintergrund die Musik ist wie in so einer Yogastunde. Wir atmen alle ein, finden unsere innere Mitte, unser Chi fließt, ne? Ich, wie schön das Orange auf der Wasseroberfläche strahlte.
Und ich fragte mich, ob das das Letzte war, was ich sehen. Das gucken wir uns als Nächstes an. Ich wünschte, ich hätte niemals 200 Millionen im Lotto gewonnen. Das mache ich mir schon mal auf in einem neuen Tab. Das gucken wir uns als Nächstes an, ja? Nächstes Video, ich wünschte, ich hätte niemals 200 Millionen. Da will selbst ich drauf klicken. Als die Sonne untergegangen war und die Sterne schienen... Sag mal, sucht da keiner nach der? So ein, keine Ahnung, Wassernot... Die Eltern haben doch gesehen, dass sie aus diesem Flugzeug fällt. Wie kann das denn sein, dass Stunden um Stunden um Stunden vergehen, ohne dass da eine Wasserrettung kommt? Ich meine, so weit wird sie nicht geschwommen sein. Realistisch gesehen. Das kann gar nicht sein. Die muss ja irgendwo noch im generellen Bereich sein. Das kann man doch absuchen. Da kann doch ein Hubschrauber kommen. Keiner kann mir erzählen, dass die da nicht gerettet wird. Würde ich, wie mein Körper nachgab. Ich sank immer mehr und versuchte mit aller Kraft, noch ein wenig länger durchzuhalten. Ich hatte Tränen in den Augen, die vom Wasser weggespült wurden. Ich drückte die Augen. Salzwasser ist fies in den Augen. Da, ich hab's gesagt. Salzwasser ist richtig mies. Dann Tränen, die sind entzündet. Das wird mich viel mehr stören. Darüber redet dann keiner. Wieder die negativen Gedanken. Man würde mich nicht finden. Meine Eltern suchten an der falschen Stelle. Und was, wenn ich in die falsche Richtung geschwommen war und es dann halt so noch erschwerte? Das könnte ich sein, aber das ist nicht schlimm. So weit kannst du nicht geschwommen sein. Dann öffnete ich meine Augen und schaute die Sterne an. Da! Wasserrettung! Let's go! Er wurde vom Wasser reflektiert. Aber als ich nach oben sah, Wasserrettung! Als es heller und heller wurde, bemerkte ich, dass es kein Stern war, sondern ein Schiff. Ich lachte, da es näher kam. Dann nutzte ich meine allerletzte Kraft und schrie. Als das Schiff näher kam, fühlte ich Erleichterung. Ich wusste nicht, wie lange ich dort gewesen war. Aber zu sehen, dass Hilfe kam, machte mich unglaublich glücklich. Die Crew half mir an Bord und brachte mich zu einer kleinen Liege, die sie aufgestellt hatten. Aha. Erst als ich aus dem Wasser raus war, bemerkte ich, wie kalt mir war. Als sie mich zittern sahen, wickelten sie mich ein und wir machten uns auf in Richtung der Insel. Endlich war es vorbei. Sie brachten mich ins Krankenhaus und warteten auf meine Eltern. Sie untersuchten mich eine ganze Weile und stellten sicher, dass ich außer ein paar Kratzern und blauen Flecken nicht zu Schaden gekommen war. Dann aß ich etwas und konnte mich ausruhen. Das klingt doch gut. Wieder an Land und im Trockenen zu sein. Da kamen die Eltern, die haben sich gefreut. Ihre Besorgnis. Die haben gesagt, sah nicht allzu schön aus, alles aber gut. Nach so langer Zeit im Ozean sah ich schon etwas mitgenommen aus. Mein Vater stellte sofort Fragen und wollte wissen, ob mir etwas fehlte. Meine Mutter kam an mein Bett und umarmte mich. Ich drückte sie fest und war so froh, wieder bei ihr zu sein. Als sie mich losließ, bemerkte ich, wie rot und aufgequollen ihre Augen waren. Sie hat wahrscheinlich geweint, denn ihre Tochter wäre fast im Ozean gestorben. Er kam zu mir und entschuldigte sich, dass sie nicht früher hier gewesen waren. Sie hatten alle verfügbaren Boote auf die Suche nach mir geschickt. Ich schüttelte meinen Kopf und war einfach nur glücklich, dass sie jetzt da waren. Von da an betrachtete ich das Leben nicht mehr als selbstverständlich. Jeder Moment ist kostbar und du solltest alles schätzen, was du hast. Denn man weiß nie, wann es nicht mehr da sein wird. Wisst ihr was, ja? Ich bin die einzige Person, die das jemals sagen wird, weil gefühlt jeder andere YouTube-Channel sagt, die sind frei ausgedacht. Ich sag das auch gern. Die Geschichte kann passiert sein. Die kann genauso passiert sein. Das ist fair. Das kann sein. Sowas, das klingt nicht super unrealistisch. Es ist nicht super überzogen. Gut, der Titel ist ein bisschen reißerisch, gebe ich zu. Aber Props, ja, Props an hier meine animierte Geschichte. Wenn ihr weitere Geschichten gucken möchtet, dann verlinke ich euch wie immer in der Endcard meine Playlist. Da haben wir uns ganz viele von diesen animierten Geschichten zusammen angeguckt. Dann könnt ihr euch die alle hintereinander weg durchschauen. Ich habe gelesen, viele von euch hören die zum Einschlafen. Also macht euch die Playlist an, ja, legt euch zurück, setzt eure Kopfhörer auf und hört das zum Einschlafen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!